Bisschen weiter, bisschen weiter. Du musst aber auf den Quetzel schießen, nicht auf das Ja, Haus, ne? ich. Ja, ich hab nur gut Leben. Alter. Wo ist Gien? Möchte ihn raiden. Komm zu Papa. Alter. Aber unterschätzt, wenn die dann wissen, so what the fuck mit dem Quetzel. Weil ich glaube, viele unterschätzen auch einfach gerade so unseren Stand. So. Wir müssen trotzdem aufpassen natürlich, gerade so bei den Leuten wie Crusader und so weiter. Ja, das Ding ist, wir haben halt die letzten Mal einfach extrem rumgegimmt. Ja, und deswegen erwartet jetzt auch keiner, dass wir hier so gut vorbereitet sind. Und wir könnten noch viel besser vorbereitet sein. Aber es ist, wenn man das vergleicht mit den letzten Staffeln, ist das hier natürlich der beste Stand ever, den wir erreicht haben. Erzähl dir, wie viel Shotgun-Munition hast du? Ich habe jetzt 17. 17. Na, guck mal an, ich bin an unsere Base vorbeigeflogen. So 20, also bis zu 20. Ich weiß nicht, wenn du noch 3 Stück machst. Ist ja eigentlich auch egal, braucht nicht so viel. Ist nur für Worst Case. Wo ist denn unser Hauche? Worst Case reichen 18, weil das sind 3 Magazine. Ja, ja. also irgendwo damit ist solltest hier du locker flockig irgendwie ein, zwei Spieler wegnatzen können. Ich bin. Du bist zurück, flieg zurück. Einfach zurück. Und jetzt nach links ein Stück. Ja. Ja, genau da. Würde es viel Umstände machen, noch einen Turret herzustellen? Was Ressourcen angeht? Eigentlich nicht. Also, wir können es einfach machen. Weil ich hätte gerne noch ein zweites Turret bei mir drauf. Weil wenn, dann fahren wir einfach wieder. Ganz einfach. Ja. Das ist halt ein bisschen ein Zeitfaktor. Das Eisen braucht halt zum Schmelzen. Der Punkt ist, wenn wir jetzt nochmal eine Turret machen und es dauert alles, ne? Wenn wir jetzt einen Raketenwerfer machen, dann können wir die Kriegsbeute benutzen. Irgendjemand schießt hier. Ja, das war ich, sorry. Okay, aber die Raketenwerfer haben wir ja einen. Wir müssen den noch reparieren. Der hat nur noch 10% oder 15% oder so. Können wir vielleicht da noch eine Plattform neben dran setzen, so dass man da, wo die Tür ist, vielleicht rausgucken kann und dann runterschießen? Jo, das war sowieso mein Plan gewesen. Aber ich habe halt Angst, dass ich die Flügel oder so treffe. Das muss man irgendwo, vielleicht genau hinten. Naja, dann ist es eigentlich besser, auf dem Dach sich zu stellen. Ja, vom Dach aus kannst du auch nur nach unten schießen. Aber da hast du einen besseren Winkel. Ich guck mal kurz. Nee, du musst einfach nur hinter ihm ballern. Also ich muss halt mit dem Schwanz zum Lager gerichtet sein. Ja, okay. Das ist, glaube ich, das Beste. Der Punkt ist halt, wenn du weit oben bist, der fliegt halt auch ziemlich schnell runter. Also der Winkel muss man halt richtig einstellen, damit die treffen. Deswegen ist es halt eigentlich optimal, wenn man straight runterschießen kann, weil dann ändert sich der Winkel nicht. Ja, aber guck mal, wenn du hier runterschießt vom Schwanz aus, also ich sehe jetzt von hier aus nichts mehr von dem Quetzel. Ich weiß jetzt nicht, wie die Hitboxen jetzt noch sind, aber hier sieht man gar nichts. Also du musst von hinten, ich muss dann so parken, dass du, dass der Schwanz vom Quetzel zur Base gerichtet ist. Wo ist denn der Raketenwerfer? Da muss ich stehen. Der ist im Quetzel drin. Ja, nichtsdestotrotz brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Muni. Ich überlege noch, ob ich den Turret in die Mitte platziere. Aber eigentlich wäre das nicht so schlau. Ich glaube, wenn der am Rand ist, ist das schon gut, ne? Also in die Mitte vorne am Rand, meine ich nur. Ja, ich mag das nicht, wenn das so asymmetrisch ist. Egal. So, ich muss mir mal ganz schnell eine Fackel machen. Ich fahre mir mal Ressourcen für eine Fackel. Sterb bestimmt jetzt. Oh, ich lebe noch. Man muss sich einfach seinen Ängsten stellen, Leute. Ne? Einfach seinen Ängsten stellen, dann wird es schon. So. Gut. Sieht es denn aus, schon ein bisschen Muni ready? Ja, jetzt sind gleich 150, 100, 180 Munition sind gleich fertig. 180 Munition sind fertig. Kann man mit dieser anderen Sniper, mit der modernen, auch die Dartpfeile verschießen? Nein. Dann brauche ich erstmal keine Sniper. Dann ist es vielleicht gar nicht, ist es vielleicht sogar effektiver, wenn ich erstmal die klassische Sniper mit dem Dart zapp. Ja. Okay. Weil die kann man ja im PvP zahlen, die auch sehr stark sein. Pump Action ist fertig. Ich mache nochmal ein paar mehr Munition. Ja, oder? Ja. Okay, hier hoch. Hm.
Okay. So, 280 Schuss sind jetzt drin. Ich hab mal noch eben einen Fehler bei der Base auskorrigiert. Ich lasse ihn jetzt aber so. Structures gesetzt. Ich lasse ihn jetzt aber so eingestellt, dass er auf Kreaturen auch schießt, ne? Ja. Ja, alles was getamed ist, oder? Ja, also meine ich ja. Players and all time creatures. Geht die Munition ruckzuck runter. Jo, aber. Also. Keine Ahnung, also selbst Spinos und so, wenn da drei Spinos sind, die werden halt weggeknallt sofort und das kann halt einiges ausmachen, ja. Denke ich. Ich meine, wir gehen auch nur dann runter, wenn wir was sehen, ne? Von daher. Richtig. Ansonsten sind wir in der Luft. Die gehen unmittelbar nur im Kampf, wird da drauf gebannt, wenn die direkt an uns dran sind. Und stell dir mal das Szenario vor, und das wäre halt cool, wenn, wenn die auch Flugsaurier haben, dann müsst ihr nur zu mir kommen und die Turrets machen dann den Rest. Ja. Und das Turret macht dann den Rest. So, gut. Also jetzt halt noch ein paar Schuss machen für die Base, auch. Und für die Turrets und noch ein paar Raketen. Raketen dann, bin ich dran. Dann könnten wir rein theoretisch angreifen. Beam, die haben schon drei Turrets auf deren Quetzel. Drei Turrets auf dem Quetzel? Mhm. Also das wäre jetzt kein Problem, wenn ich da einmal drauf schieße, dann wären die alle kaputt. Oh, jetzt war da schon das vierte gebaut. Ach du Scheiße. Okay, dann bereiten die sich definitiv darauf vor, uns anzugreifen. Ja. Das fünfte. Was? Fünfte? Dann sollten wir jetzt aber drauf, solange der still steht, sofort mit Rakete. Ja. Aber instant. Ohne jetzt so irgendwas zu machen. Nur die Turrets erstmal wegschießen. Mhm. Macht ihr das zu zweit oder sollen wir alle? Ich bräuchte nur ganz schnell vielleicht ein Sealing, dass man. Vielleicht von der Tür aus schießen kann. Ich komme mal im Ceiling. Jo, ich komme zurück mit dem. Und ich würde sagen, wir ziehen alle los. Ja, weil ich meine, wenn die fünf Turrets haben und die alle bemannt sind, alle mit Munition gefüllt sind, müssen die sofort vernichten jetzt. Müsstest du auf jeden Fall zuerst fliegen, dass sie dich als Target kriegen. Weil sonst sind unsere Viecher alle sofort down. Nein, Alter, wir müssen die jetzt ganz schnell erwischen, ohne dass das Vieh fliegt. Wir müssen von oben die jetzt überraschen. Und sieh dir, knallt die Turrets weg mit dem Raketenwerfer, solange das Ding noch im Boden ist. Ja, wenn das von der Ranger passt, ist das okay. Ich hab drei Raketenschüsse. Darf ich noch mehr holen? Eine Rakete war, hab ich glaube ich, warte mal, hab ich den einstecken? Ceiling ist. Wie hieß das Ding nochmal? Rocket? Ich hab die geholt, ey. Okay. Die ist schon bei mir. Wo ist das Ceiling? Im Quetzel. Okay, Leute, wir legen jetzt los, sofort. Ja, wir müssen die Turrets. Es geht nur darum, die Turrets erstmal down zu bekommen. Den Rest entscheiden wir dann spontan. Ich brauche noch ein, zwei Raketenmunition. Aber ganz schnell. Also, seht ihr, ich hau dir jetzt wohl die Tür noch in den Ceiling hin. Dann könntest du auch von da aus ballern. Also, du müsstest dann nicht unbedingt aufs Dach. Ja, ich bin schon auf dem Dach. Also, ich glaube, das ist sogar besser vom Dach aus. Aber so hat man nur eine zweite Position, weißt du? Ja, okay, kannst du auch machen. Ist auch gut. Halt also du kommst halt dann schneller wieder rein, theoretisch. Ah, okay. Ja, die Position ist. Ich krieg hier aber gerade keinen Ceiling ran. Vielleicht, wenn die Tür offen ist, keine Ahnung. Machen wir die Tür zu. Ne, Tür mach ich. Scheiße, wie machen das jetzt? Ich kann sie von außen zumachen, ich bin genau davor. Ich probiere mal von oben die zu setzen. Aber egal, wenn das jetzt nicht klappt, machen wir sofort hoch. Sind noch mal zwei Rocket im Quetzel drin, ne? Ja. Ja, oh Leute, ich bin nervös. Jo, das wird jetzt eine krasse Aktion, glaube ich. So, wo ist mein Trollo? Wenn der in der Luft ist, dann sind wir wahrscheinlich platt. Okay, jetzt, dann, ich bin soweit. So, die Tür ist hier. Hier ist die Tür, ne, wo ich jetzt stehe, unten. Ja. Okay, ist ein Ceiling dran. Da kannst du sogar runterspringen und dann durch die Tür wieder halt willst, ne. Ah, das ist richtig nice. Von hier aus ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Die Tür geht auch nach innen auf. Das ist sehr, sehr angenehm, dass sie nach innen aufgeht. An der Position. Okay. So gut. Ich lasse die Tür offen, hä? Also, ja, ich mach sie zu. Nee, lass einfach offen. Okay. Das ist hier die Imperium. So, geht los. Ihr müsst mir aber ungefähr den Weg sagen. Ja, ich stehe. Erstmal hoch. Ich hoffe, ich fliege hier nicht einfach runter, ne? Nee. Bleibst du ein bisschen in den Bauch? Ich wacke mal ein bisschen. Dass sie mich noch nicht sehen. Hast du Fallschirme dabei? Ich hab einen dabei nur. Beachte. So, du musst auch sagen, wie ich dann fliegen soll. Wir müssen welche Richtung? Wir müssen die Richtung hier. Ja, da lang. Und wir fliegen mal ein bisschen weiter hoch.
Erstmal? Ja, ein bisschen so hoch wie es geht momentan. Aber also nicht zu hoch. Nicht ganz so, nicht so weil hoch. Sonst sterbt ihr, glaube ich. Jetzt nach rechts, jetzt nach rechts. In Richtung Lutz auch dabei? Siehst ja, du ja, ich bin in den Baumkronen auf unserer Insel. Ja, Leute. Siehst du da vorne die Lichtung? Auf dem ja, Berg? Ja, ja, ich weiß, da ist die Basin, da ist der Quetzel. Genau. Okay. Genau. Ein bisschen höher. Unterhalb. Noch ein bisschen höher, ja. Okay, so reicht, reicht. Weil irgendwann sieht man die Base sonst nicht. Flieg mal genau drüber. Mein Herz. Ich bin hinter dir. Weil genau über sich selbst ich guckt man am wenigsten. Komm zu euch. Noch ein Stück, noch ein Stück. Weiter, weiter, weiter. Einfach ein bisschen weiter vor. Ich sag dir dann, wann du X drücken sollst. Ja. Jetzt X. Noch ein Stück weiter, weiter. Scheiße, scheiße, scheiße. Was? Imperium bei mir. Weiter, 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 weiter. Wo bist weiter. Du? Bei der kleinen Insel. Weiter, aber der weiter, fliegt weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. X! Oh nein, jetzt sind wir zu weit. Soll schießen? Könnte ein bisschen tricky werden. Ich kann nur mal wenden. Okay, okay. So, ich weiß nicht, hinter uns kommt ein Vogel. Jetzt, bleib, bleib, bleib. Ja, ich habe einen. Ich stehe hier unten. Ein Imperium habe ich bei mir. Der fliegt bei mir immer herum. Oh, scheiße, ich habe mich selbst getroffen. Oh, shit. Oh, nee. Ich habe die Base getroffen. Hast du noch 3 Schuss oder 4 Schuss? Würdest du vielleicht von Dach der aus probieren? Der eine Typ rennt gerade mit dem Ankylo los. 100. Soll ich näher runter? Ich kann noch mehr runterkommen. Die wissen eh, dass wir da sind. Ja, das ist noch ein Vogel. Gehört der zu uns oder? Nee, ein Vogel kommt zu euch. Also ein Pterodon. Ja, das ist der jetzt gerade. Dann komm rein, mach die Tür zu. Ich muss jetzt mal weiter runter und. Boah, ich hab die Base getroffen, Alter. Ja, wieso schießt du nicht nochmal? Ja, ich hab Angst, dass ich wieder die Base treffe. Ja, Alter, aber entweder jetzt oder gar nicht, ne? Oder ich greif dich. Sieh dir, Alter. Ja. Jetzt, die greifen an. Also die Position ist jetzt gut. Geht's aufs Dach oder was? Ich mach's so hier. Nein! Okay, ich versuch dich zu crabben. Nee, 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 bleib weg. Oh, fuck, 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 fuck. Bist du abgestürzt? Nee, 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 ja, ich hab einige Kugeln abbekommen. Scheiße, ich bin... PT ist tot. Meiner? Nee, meiner, mein Zahaka ist tot. Oh, der fliegt, scheiße, Mann. Versuch dich zu grabben, renn zum Strand. Ja. Ausgerechnet, jetzt fliegt der runter. Vorsicht. Kommst du weg, sieh dir. Ja, ich bin in Richtung, Wasser ist wer? Base. Ja, ich scheiß auf den. Okay, ich muss dich crappen, Alter, wo bist du? Ich bin, ich greif dich, Lan. Wo? Ja. Oh, Leute, wo bist du, sie dir? Richtung Base bin ich. Am Fluss, überladen. Genau, am Fluss. Ja, schwer. Okay, dann warte am Fluss, warte am Fluss. Ich grab dich, wir müssen das jetzt nochmal probieren. Wir müssen das jetzt down bekommen, solange, weil wenn das sich bewegt, kriegen wir gar nichts mehr hin. Alter. Wo siehst du mich? Siehst du mich? Ich bin am Fluss. Ja, ich seh dich. Genau in die Richtung. Ich bin im Fluss drin. Da unten da. Bleib stehen. Drin. Wir müssen das jetzt nochmal probieren. Das bin ich nicht. Das ist der Lan. Das bin ich auch, das bin ich. Ja, dann komm mit rein hier. Ja, gut. Leute, kommt alle zu mir jetzt. So, und sieh dir, Alter, du musst dann sofort weiterschießen, wenn du nicht triffst. Wir haben da nicht kein großes Zeitfenster, Mann. Aber ich kann ja nicht, das funktioniert. Du musst einmal absteigen. Du musst von, am besten von hinten aus, also vom Dach aus hinten müsste es gehen. Und halt, der Winkel... Du musst einmal absteigen, wir können nicht hier auf den Vogel hoch. Und der Winkel muss vertikal sein, so ein bisschen. Dann geht's definitiv. Aber wenn du nicht triffst, ist es halt so, aber... Sieh dir, komm rein. Ja, gleich. Ach, scheiße, ich muss aussteigen, ne? Du musst aussteigen. Jo. Ich bin jetzt drin. Ich bin auch drin. Sieh dir, du bist auch drin? Ja. Okay, nächster Versuch. Warte. Gut ist, die denken, wir haben uns zurückgezogen. Also, sag mir, Sag mir, wie du es am liebsten machen willst. Ja, ich versuch's dann nochmal auf. Oder wie setz dich am Boden ab? Dass du es vom Boden ausprobierst. Aber dann fliegt das nicht richtig. Egal, ich versuch's nochmal von hinten und dann schauen wir mal, was passiert. Vielleicht. Du musst halt ein bisschen vertikal schießen, weil sonst triffst du den Vogel, ne? Mhm. Oder ich spring einfach ab mit dem Fallschirm. Scheiße. Oh, scheiße. Alter. So, okay, ist mir weit genug weg. Scheiße, jetzt wissen wir, was wir da haben. Definitiv.
Noch weiter? Ich sehe halt kaum was. Bist du noch weiter? Noch weiter hoch? Ja, du musst hoch. Wo ist denn der Vogel? Ist der weg? Ist der noch da? Okay. Oh, scheiße, ich Der Vogel ist noch da. So, ich mache noch weiter vor, ne? Okay. So? Boah, die schießen mit Raketen. Jawohl. Du fährst doch schon wieder Runde? Nee. So, okay, los. Nein, das ist das Haus, Alter! Du hast auf das Haus geschossen. Der Quetzel ist rechts daneben. Oh. Mann! Die schießen auf uns, aber die Dinger sind nicht kaputt gegangen. Bisschen weiter. Du musst aber auf den Quetzel schießen, nicht auf das Haus, ja, ne? Ja, ich hab nur gut Leben. Alter! Ich hab getroffen. Nice. Also der Quetzel nimmt kaum Schaden, das ist okay. Alles cool. Aber oh, ich bin rausgeflogen. Timeout. Bist du runtergeflogen? Ich hab Timeout. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Oh, scheiße. Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Mein liebes Ark. Okay. Hat jemand den Vogel? Ich hab den im Vogel drin, ne? Okay, flieg, ne? Dann übernimm den und... Was ist dann jetzt mit mir? Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, Surfer ist voll, ich komm nicht mehr drauf. Leck mich doch am Arsch, ey! Wo ist denn die? Flieg doch mal weg. Flieg mal weg. Ich flieg mal weiter. What the fuck? Mann! Surfer voll, ich komm nicht drauf. Oh, die sind mit dem Quetzel abgehoben. Flieg zur Basis. Ja, ich... Ja, was macht man jetzt? Ich komm nicht rauf. Surfer voll. Zur Not aber runterfahren und... Ja, wie assi ist das denn, ey? Dann... Ja, aber wenn du nicht drauf kommst... Dann müsst ihr das im Chat schreiben, dass ich aus... Ja, Ort... das machen wir gleich. Wir fliegen jetzt erstmal zurück zur Basis. Drauf zu kommen. Ja, warte, wir sagen dir gleich Bescheid. Ich, hoffentlich bist du dann im Quetzel drin, weil ich sehe dich hier nirgends. Dass ich rausgeflogen bin, oder was? Ja, nee, wahrscheinlich bin ich nicht im Quetzel drin. Also du hast erst im Quetzel rumgeflattert, wie so ein Fehler, und auf einmal warst du nicht da. Deswegen wollte ich erst stehen bleiben, gucken, ob du runtergefallen bist. Da schreibt deine Leute das drauf, also vielleicht kannst du jetzt drauf. Aber du müsstest ja gleich eine Todesmeldung kommen. Weil du müsstest ja irgendwo meine Leiche jetzt rumliegen. Ja, ja, versuch weiter einzuloggen, da sagt gerade einer Ciao im Chat. Ja, da steht doch 124, 125, ja, ich komm trotzdem nicht drauf gerade. Aber ich hab den Quetzel vorhin getroffen, zweimal, aber die Turrets sind nicht kaputt gegangen. Ich hatte noch nie Disconnect in dem verdammten Spiel auf meinem Surfer, noch nie. So, jetzt lass mal gucken, ob wir Beam irgendwo finden in dem Haus. Ne, der wird nicht angezeigt. Also entweder ich bin neben Quetzel oder ich bin quasi tot, und wenn mich jemand killt er mich, dann war's das gewesen sozusagen. Ja, weil dann kann man nicht sagen, ja, hier zählt nicht, weißt du, das geht nicht. Mhm. Ich kann dann halt noch versuchen, schnell zu reagieren. Also idealerweise, wenn ich einlogge, müsst ihr am besten mit dem Quetzel die nochmal ein bisschen mal, ablenken dass du, oder so. Beam, das raus. Okay, jetzt steht Joining Server. Mal gucken, was passiert. Ansonsten, ich habe ja halt alles in Aufnahme, Leute. Also wenn es dann scheiße ist für die jetzt zocken und so, Connection Timeout. Ich keine Ahnung, was jetzt los ist. Ich hab gesehen, dass du rausgeflogen bist, da. Ja. Das Geheule wird sowieso riesengroß sein, wenn ich ihn jetzt neu starte. Aber ich kann's ja nicht ändern. Und krass, Mann, ey. Was für ein krasser Spot, was für eine krasse Situation. Oh, shit. Ich seh dich. Wo bin ich? Die versuchen dich gerade zu killen, glaube ich. Die hauen da... Während ich das nicht aufnehme. Ja, die hauen auf dich. Oh, die hauen drauf. Die sind mit dem Quetzel genau daneben. Sonst machst du einfach ein Backup. Nö. Okay. Ja, shit, mein ganzes Zeug ist ja dann noch weg und so weiter. Also, du bist jetzt tot, oder wie, Beam? Weiß ich nicht. Ich komm da nicht drauf. Ja, die hauen da gerade alle voll. Ey, das ist sowieso assi, Alter. Das ist so lame. Du hältst halt eine Menge aus, ich sag es. Ich fahr einen Surfer. Ich fahr einen Surfer jetzt runter. So, Aufnahme gedrückt. So, gut, Leute. Es kann jetzt sein, ich habe einen Surfer gerade neu gestartet. Weil ich nicht mehr drauf gekommen bin.
und ich bewusstlos irgendwie rumlag und ich glaube, ich wurde gerade getötet von den Kollegen, werten Herren, die wir gerade angegriffen hatten und ja. Also wir haben das jetzt ausgesprochen, also wir haben rumdiskutiert, wie man es jetzt am besten, wie man vorgehen und so. Ich kann keinen Gewinner küren, wenn ich nicht live dabei bin, das nicht mal mit aufnehme und ich bin down. Jo. Wir werden jetzt einfach weiterspielen, bis mich jemand killt, wo ich es auch live miterlebe. Es ist jetzt ein bisschen blöd, es wird es definitiv Leute geben, die bestimmt rummeckern und so und sagen, Beam, das ist ja irgendwie doof. Aber wir haben sogar im Chat geschrieben, Beam hatte Disconnect und so weiter und wer mich im Disconnect killt und ich kann es nicht mal aufnehmen und so. Habe also auch jetzt keinen Nachweis oder keinen Beweis für den Namen. Ich weiß nicht mal, wer mich gekillt hat. Also kann auch sowieso nicht ein Gewinner bestimmen. Deswegen werden wir jetzt einfach weiterspielen. Wir werden das ganz schnell machen. Ich werde jetzt einfach respawnen wieder. So, ne? So machen wir jetzt weiter. Und ich muss mal eben noch synchronisieren. Mich kotzt das gerade übelst an. Also ausgerechnet in dem Augenblick ein Disconnect zu haben, ist echt... Ich muss mich mal hinbekommen. Bist du schon gespawnt? Süden 2 mache ich, ne? Ja. Es ist ja sogar so, es geht jetzt so weit, wenn mich jetzt jemand erwischt zwischendurch, dann ist das Ding halt auch vorbei, ne? Nein, Beam ist nicht tot. Beam lebt wieder. So gut, Leute, ich versuche erstmal schnell in meine Base zu kommen. Wo bist du ungefähr? Ich mach erstmal irgendwo hin, wo ich safe bin. Ich werde lieber von dem Dino gekillt als jetzt. Es ist gerade dunkel, das ist gut. Ja, wo bist du ungefähr? Ich bin auf der vierten Insel. Oh fuck, ich bin direkt südlich von der Imperium-Insel. Okay, warte, weil die sind, wo die Steine sind? Könnt ihr mich abholen? Ich würde auf die kleine Insel vorschwimmen, ist auch keine gute Idee. Wo bist du auf dieser Insel mit den vielen Steinen? Weiß ich nicht. Ich bin, ich gebe dir die Koordinaten einfach durch. Ich sage jetzt, wo der Korken ist, das haut hin. 62, 63 ungefähr. Ist unten. Also 63, 85. 63, 85. Auch auf dieser, wie so ein L, ein falsch rum L ist, die Insel. Genau. Nee, ja. Weiß nicht, das ist kein L. Ja, aber ein dickes, missratenes L. Was? Okay, Alter. Aber du bist nicht auf dieser Steininsel, ne? Nein, ich bin da, wie ich die Koordinaten gerade genannt habe. Ja, ja. Warte. Siehst du mich am Himmel? Ich sehe halt nicht wie im Himmel, ich bin gerade ein bisschen... Ich fliege jetzt gerade über dem Wasser quasi. Ja, ich sehe hier einen. Bist du das? Flieg mal nach oben. Jetzt? Du fliegst nach unten gerade. Ja. Ich flieg gerade nach oben. Ich bin unten am Boden. Okay, ich komme. Kannst du mich crappen? Ja, aber erst einladen, sonst schießen die Turrets dich sofort wieder tot. Lad mich ein schnell. Ah, ich sehe dich glaube ich auch. Schnell. Bleib hinter mir, bleib nicht wegrennen. Ja, ich kann nicht akzeptieren, wenn du hier oben drauf sitzt. Ich bin neben dir. Ah, da unten bist du. So, ich hab dich. Bleib stehen. So. Okay, und go. Okay. Jo, jetzt wird es natürlich viel Rumgemecker geben, so, weil die haben mich gekillt, aber ich hatte Disconnect, ich war nicht da gewesen. So, Leute, das ist eine scheiß eklige Entscheidung. Ich kann jetzt auch verstehen, dass natürlich jetzt die von Imperium, dass sie da super pisst dann jetzt sein werden. Ich werde das jetzt auch gleich nochmal klarstellen über die Surfer-Nachrichten. Aber ich sehe es auch nicht ein. So, ich habe auch keine Aufnahme, ich habe keinen verdammten Nachweis. So, ne, also deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Mal gucken, keine Ahnung, also ich entscheide das jetzt spontan so. Und denke, dass das so das Richtige ist. Die Entscheidung. Man schreibt dazu was im Chat. Ja, das ist. Ich habe gerade Ich will jetzt erstmal in die Base sein, in der Base. Und dann kümmere ich mich drum und werde das auch via Surfer-Nachrichten dann klarstellen, wie wir jetzt vorgehen. So. Aber ihr könnt es ja ein bisschen mehr nachvollziehen als jetzt gerade die Leute im Chat und so weiter. Also auch jetzt über die Aufnahme und das Let's Play und so. Ich denke, dass das Richtige ist, dass wir jetzt weitermachen. Weil nach dem Disconnect gekillt zu werden, in der Situation, dem Spot, obwohl wir auch gesagt haben, ich bin raus. Wie gesagt, ich kann es ja nicht mal nachvollziehen, wer mich getötet hat. Ich kann ja nicht mal sagen, wer der Gewinner ist. Geht nicht anders. Also so die Basics. Rüstung ist alles vorhanden. Guck mal in die Smithy rein. Also eine komplette Flak-Rüstung müsste am Start sein.
Also ich glaube mehrere sogar, in den Chaos-Kisten liegt auch Zeug drin. Die Imperium heißen die, ne? Ja, ich flieg dir, ich mach dir eine Collage. Ich kann natürlich auch sagen, wir lassen Imperium die Wahl. Nee. Nee, dann ist es halt so, ein Scheiß, ey, weil... Nee, dann ist es halt so. Ich überlasse jetzt hier Imperium die Wahl. Weil sonst... Okay, nee, mache ich jetzt so. Also ich werde jetzt Imperium die Wahl lassen, ob sie den Preis annehmen wollen. Ich werde jetzt das nochmal schildern, die Situation. Und wenn sie sagen ja, dann ist es so. Dann kriegen sie auch den Gutschein, ist okay. Weil sie haben mich halt gekillt und sie haben auch einen Videobeweis, wie es aussieht. Dann müssen sie mir auch den Videobeweis schicken. Ja gut, dann sagt denen das und dann müssen sie aber auch mit den Fame and the Bitches leben. Wieso liegt denn hier ein Toter auf der Terra? Genau in der Pflanze, gut. Vielleicht dann abgeschossen worden. Der liegt genau in der Pflanze. So war wahrscheinlich ein Wilder. Lappen. Diese eskalieren im Chat. Okay, Imperator, Imperium schreibt weiter. Ja, warte, das war einer von Imperium. Aber wenn es der Imperator ist. Ich weiß nicht, ist das der Chef von denen? Das ist der Imperator. Okay, ich schreibe weiter. Okay, nice. Alter. Okay, Leute, also ich habe jetzt im Imperium die Entscheidung gelassen, weil das jetzt selber zu machen, die haben Videobeweis und so, wäre auch scheiße gewesen. Und also Respekt, Imperium, dass ihr wollt, dass es weitergeht. Ich glaube, die wissen ganz genau, dass die uns jetzt angreifen an Instant und dann bin ich eh down. Ja. So. Es ist sogar noch so ein Trikothelm drin. Okay, ey, ich bin übelst am Zittern, Mann. Das ist eine total kranke Situation jetzt gerade gewesen. Okay, ganz ruhig, helf. Und Fabricator liegt die Armor drin. Ah, die haben offensichtlich ziemlich lange auf mich draufgehauen, ne? Weil ihr habt das lange beobachtet, wie die mich versuchen zu töten. Ich bin das Level 14, fuck it, ey. Wir müssen mehr craften.